Leute, wir sind zurück bei Super Mario Galaxy 2. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben bei Stern 228. Wir werden jetzt zu Stern 229 aufbrechen und wir gucken mal. Das wird wahrscheinlich die letzte Aufnahmesession werden und ja, deswegen fackeln wir gar nicht lange. Wir fliegen hin, holen uns die ersten grünen Sterne und da muss ich schon bald das nächste Projekt vorbereiten. Lasst euch überraschen. Das wird ein Horrorspiel, das wird kein typischer Nintendo-Content wie von mir. Wird Zeit, dass man sich breiter fächert. Ich kenne das Horrorspiel schon, trotzdem macht es mir immer noch Angst und Bange. Deswegen lasst euch da überraschen. Genau dasselbe wie, ich möchte ja auch HDR-Content für euch bringen. Das klappt aber leider noch nicht, weil ich dafür noch eine neue Kamera brauche. Und ich habe schon eine DSLR-Kamera mit dem Camlink, nur leider unterstützt diese nur eine 8-Bit-Ausgabe und keine 10-Bit. Und für HDR brauche ich 10-Bit. Ja, so viel dazu. Das heißt, eine neue Kamera muss auch erstmal her, bevor ich HDR-Content bringen kann. Weil sonst müsste ich Facecam und HDR-Content getrennt aufnehmen, damit ich die Facecam in HDR-Farbraum konvertieren kann. Und das zackt halt. Das heißt, zweimal OBS aufhaben und so eine Scheiße. Das muss nicht sein. Ja, so viel sei dazu gesagt. Das heißt, eine neue Kamera muss auch erstmal her, bevor ich HDR-Content aufbekomme. Und ich sehe den ersten grünen Stern, glaube ich, sogar schon. Dann wollen wir mal. Irgendwo hier, ne? Da ist er. Unter den grünen Platten. Wer hätte das nur erwartet, Alter? Easy. Grünstern 1. So einfach ist das. So, wie gesagt, das wird die letzte Session, wenn die Sterne weiter so schnell kommen wie jetzt. Das wird sich zeigen. Okay. Damit haben wir den ersten. Und auf zum zweiten. Würde ich mal behaupten. Und let's go. Ich hoffe, ihr seid bereit. So, Grünstern 2. Dann wollen wir mal. Schade, dass wir die nicht sehen können, weil wir halt nur Mario hier im Visier haben. Das zackt so ein bisschen, aber gut. Nee, man sieht wirklich gar nichts, ne? Aber wenn der da rechts war, dann kann der nächste nur links sein. Links oder geradeaus? Eins von beidem. So, weggeballert. Hier haben wir nur die Kometenmünze, die hatten wir aber schon. Oh, da ist er. Nice. Jetzt müssen wir nur gucken, unter welchem. Unter dem hier. Gut. Das war auch sehr einfach, diesen grünen Stern zu bekommen. Aber das war klar, dass die jetzt hier einfacher werden bei Pixel Mario. Das war lahm. Sehr gut. Dann auf geht's zum nächsten. Oh nein. Bitte nicht. Ich will das nicht machen. Ich habe doch gesagt, wir müssen leider noch einmal in diese Scheiß-Level hier rein. Oh. Da habe ich richtig keine Lust drauf, weil das wird wieder richtig schön wehtun. Also für mich jetzt wirklich wehtun. Für euch wahrscheinlich auch, wenn ich mich wieder zu blöde anstelle. Aber ja, wir gucken mal, wie das läuft. Da ist der zweite Grünstern schon, aber wir suchen noch den ersten. So, das wird jetzt sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, wo der Grünstern ist. Jetzt kommt es drauf an, ob wir die richtige Richtung von Anfang an... Oh nein, 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 ich glaube nicht. Nein! Mario! Oh Mann! Ich bin so schlecht!
Oh Gott. Ich bin halt einfach so endscheiße, ne? Dass es halt schon weh tut. Ich meine, er wird in dieser Richtung diesmal sein. Da ist... Nein! Komm, können wir das noch schaffen? Komm, höher! Nein! Okay, das wird nichts. Komm, dann sterben wir halt einfach. Oh, Mario, du sollst krepieren, Brudi. Aber mein Gedankengang war richtig, dass der Stern da ist. Nur die Frage ist, wie kommen wir da ran? Weil abspringen von diesem Ding können wir ja nicht mehr, wenn wir einmal drauf sind. Und jetzt sag mir nicht, dass wir da Vollspeed durchrennen müssen, damit wir zu dem hinspringen können. Hm, dann wird's richtig geil werden. Da habe ich übelst Bock drauf. So, hat er gedacht, hat er gedacht. Da ist der Stern. Spring! Oh, spring doch! Genau sowas habe ich gemeint. Vielleicht wird das doch nicht die letzte Aufnahmesession. Dann habe ich aber noch mehr als genug Zeit, das neue Projekt vorzubereiten. So, dann halt neuer Versuch, neues Glück. Und spring! Oh, Mario, Mann! Ja, komm, stirb einfach, Rudi. Er springt halt einfach gegen Ende nicht. Ich kann noch so oft auf den A-Knopf hämmern. Er springt halt nicht. Und wie man da rankommen soll, weiß ich im Endeffekt halt auch nicht. Weil der Stern dann einfach unfassbar hoch liegt. Ja, wir haben ihn. Oh, geht doch. Oh, das war furchtbar. Absolut grauenvoll. Muss halt echt nicht sein, so eine Scheiße. So, dann halt nochmal. So, Grünstern 2. Wie gesagt, wir werden sehen, wie weit wir kommen. Wir schaffen es pro Part um und bei 5 bis 6 Sterne. Manchmal sogar 8. Es kommt ganz drauf an, außer es sind so eine Kacksterne. Der hier wird übrigens ätzend. Das könnte ekelhaft werden. Wir müssen bis zum Ende, also es ist egal, wie wir jetzt gehen. Ich frage mich, ob man noch zu Fuß auf diese Stage kommt, wenn ich da einfach... über das Toadschiff springen würde. Dann wären wir aber echt endlangsam unterwegs. Na!
Ich habe so keine Lust mehr. Also auf diese Stage hier jetzt. Sie tut meinem Handgelenk nicht gut. Ihr seht, wie ich die ganze Zeit nur rumfail. Das ist doch richtig geil, Alter. Macht Bock, ey. Wirklich. Dankeschön. Danke fürs Live. Oh yeah. So, jetzt wird's erst richtig spannend. Yeah, Mario, geh ab, Alter, Brudi. Oh yeah. Yes! Geschafft! Huh. Easy! Warum stelle ich mich eigentlich immer so an? Ich bin so blöde, Alter. Kannst du die Kacke halt nicht ausdenken? Damit haben wir wieder 99 Leben. Gefällt mir. Wir gehen sofort weiter. Rollbalken-Galaxie. Das könnte auch ekelhaft werden, jetzt wo ich drüber nachdenke. Das könnte auch echt scheiße werden. Dann mal Grünstern 1. Da ist schon mal einer rechts von uns gewesen. Und da ist der zwar. Okay, ja, das wird scheiße. Das wird super scheiße werden. Das wird nicht sehr geil. So viel verspreche ich euch. Wir werden hier sehr, sehr oft failen, denke ich mal. Okay. Nice. Wir werden hier sehr, sehr oft failen. Ja, geil, Alter. Dass das so einfach wird, hätte ich nicht gedacht. Easy. Gut, gleich den nächsten. Keine Müdigkeit vorschützen. Wir gehen sofort wieder rein. Das macht mich ein bisschen traurig, dass wir Mario Galaxy 2 jetzt bald beendet haben, müsst ihr wissen. Ich habe sehr viel Spaß an dem Spiel, auch wenn ich immer total ausraste und sowas an manchen Stellen. Es macht mir unglaublich viel Spaß, das Game zu spielen. So, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Wir müssen das Wolkending mitnehmen und dürfen aber leider nicht mit der Wii Fernbedienung schütteln. Das heißt, wir müssen genau springen. Das heißt, es gibt keine Rettung für uns im Notfall. Wow, 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 wow. So, dann... Oh, oh, Mario. Tu mir das nicht an, Moody. Oh, nice, danke. Okay, das hat bis hier schon mal geklappt. Das hier wird jetzt ein bisschen schwieriger, glaube ich. Okay, soweit, so gut. Sehr gut. Und wir haben ihn. Sehr nice. Das hätte halt auch schlechter enden können, aber wir sind halt zusammen einfach Killer. Ihr und ich als Team, das passt wunderbar. Damit sind wir schon bei 234. Schon haben wir 6 Sterne einfach gesammelt. Und wir haben die Hälfte des Parts rum. Dann... Die haben wir fertig. Trümmer-Tornado-Galaxie.
Ich erinnere mich noch, Leute. Hier waren wir vor nicht mal 10 Parts, glaube ich. Und ich bin richtig abgegangen, glaube ich. Nee, vor ein paar mehr als 10 Parts. Ich erinnere mich da auf jeden Fall, dass ich hier richtig abgegangen bin. Das hat mich richtig aufgeregt, diese Stage. Da sehe ich schon mal einen grünen Stern. Das ist sehr gut. Aber ob das Grünstern 1 ist, kann ich auch nicht sagen. Und da ist der zweite. Fängt das echt schon wieder an. Sehr gut. Nein, 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 nein! Was machst du denn da, Mario? Das Dumme ist halt, wir haben hier keine Kamera, ne? Oh nein! Nein! Ich hasse diesen dämlichen Fettsack-Klempner, Alter. Ich hasse ihn so sehr. Es nervt mich einfach so krass. Ja, natürlich. Stirb einfach. Na! Hier stört mich tatsächlich sehr die Kamera. Oh, Kacke, wie soll man denn da rankommen? Das ist ja interessant. So auf. Oh, nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wie wir da rankommen sollen. Also Real Talk, ich habe keine Idee, wie wir an den rankommen sollen. Keine Chance. Weil auch die Kamera einfach nicht mitspielen will. An den weiß ich, wie wir rankommen. Da müssen wir bis zum Ende laufen, aber ich weiß halt nicht, wie wir an den rankommen sollen. Und verlangsamen können wir nicht. Was wir wahrscheinlich müssen, damit wir darauf kommen. Das klappt nicht.
Und der bleibt nicht lang genug, sodass wir uns da... Oh, oh nein, ich weiß, wie wir da hinkommen. Könnte jetzt ekelhaft werden, sich den zu holen. Dann wird das wahrscheinlich doch nicht die letzte Aufnahmesession werden. Weil das wird jetzt ein paar Versuche brauchen. Ich weiß, wie wir da hinkommen. Stirb einfach, Brudi. Oh, er bleibt halt aber auch einfach nicht da hängen, ne? Ich kann nicht wieder... Ich kann nicht wieder von der Wand abspringen. Ich kann halt einfach fucking nichts machen mit diesem dicken, fetten Klempner, Alter. Meine Fresse. So, und das wird jetzt ein Spaß. Wir müssen mit dem im Hintergrund laufen und genau im richtigen Moment einen Dreifachsprung machen. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Oh, oh. Na komm. Nein. Oh. Na. Ein Dreifachsprung ist nämlich das Einzige, was mir einfällt. Wir kommen selbst mit einem Dreifachsprung nicht ran. Ja, und wie dann? Ja. Funktioniert auch nicht. Ich weiß halt nicht, wie wir an den rankommen sollen. Das wird so auch nix. Keine Chance. Man kommt halt einfach nicht ran. Und von hier sind wir gekommen. Ja, keine Chance. Einen Versuch mache ich jetzt noch, da muss ich kurz im Internet gucken, weil ich weiß nicht, wie wir an den rankommen sollen. Ich habe keine Idee, keinen Plan. Der liegt zu hoch. Das Ding ist zu schnell. Es gibt keinen Verlangsamungsschalter auf unserem Weg, bis auf diesen. Und anders kommen wir halt nicht zu dem hin. Leider. Nein, Leute, ich mache hier kurz eine Pause und dann gucke ich im Internet. Ich muss jetzt, ich will euch hier nicht zu lange aufhalten. Ich bin gleich wieder da. Leute, ich bin zurück und ich habe es mir gedacht, diesen Grünstern zu bekommen wird extrem schwer, also extremst schwer. Ihr werdet jetzt sehen, wie es gemacht wird, wenn ich es hinkriege. Deswegen, wir müssen gucken. Wir müssen gucken, wie gut ich mich schlage. So. Das wird jetzt gleich richtig geil werden. Wir müssen einen Triple Jump zum richtigen Zeitpunkt machen. Um da ranzukommen. So, das heißt, wir können nur immer wieder außen rumlaufen. Und dann müssen wir zum richtigen Zeitpunkt einen Triple Jump machen. Das ist das Einzige, wie wir ihn kriegen können. Na komm, yes! Puh, dass ich das so schnell hinbekomme, hätte ich nicht gedacht. Ich musste auch lange gucken, weil es wird halt sonst nur mit Luigi gezeigt, weil mit Luigi kannst du höher springen, dann ist es wesentlich leichter. Aber ich wollte es euch unbedingt mit Mario zeigen. Also war mein Triple Jump Gedanke schon richtig, aber halt aus einer anderen Richtung. So, damit haben wir den ersten Stern und der zweite ist nicht so schwer. Da müssen wir halt nur genau springen. Aber wir müssen beim zweiten halt leider bis zum Ende laufen. So, das war, glaube ich, wieder mit einer der extrem schwierigen grünen Sterne. Der erste in der Stone Cyclone Galaxy, so heißt er auf Englisch. Trümmer Tornado Galaxy auf Deutsch. So, wie gesagt, der letzte, da müssen wir halt nur hinkommen. Und das wird eine Menge Ausraster geben, aber der ist leichter zu kriegen. Da muss ich nicht im Internet gucken oder sowas.
Manche grünen Sterne sind halt echt verdammt schwer platziert, Alter. Das denke ich mir immer wieder, wenn ich das Spiel, also, wenn ich das Spiel spiele, will ich sagen, ich habe es erst einmal gespielt. Wenn ich mir das jetzt so angucke, das passt, glaube ich, besser. Ja. So, wir warten. So, jetzt brauchen wir nur hier lang. Kurz abwarten. Geschafft. Ja, da stört mich jetzt die Kamera ungemein, ne? So, dann geh mal vorbei, Brudi. Perfekt. So, jetzt müssen wir uns beeilen. So, wir sind da. So, das muss gleich ein gezielter Sprung sein, sonst war es das. So, von hier aus. So, und ihr seht, die Kamera spielt uns hier nämlich einen schönen Streich. Spring, Mario! Ja! First try, Alter! Nice! Das war ein Akt, Alter. Dann los. Damit haben wir die auch fertig. Jetzt kommen wir zur intergalaktischen Bossparade. Grünstern 1. Oh, das wird jetzt echt witzig. Da haben wir schon mal einen. Aber wo ist der zweite? So, damit haben wir die Schale gebrochen. Das war der erste Treffer. Das ist der zweite Treffer. Und das ist der letzte Treffer. Tschüss. Voll in die Fresse rein, Alter. Ich habe das blöde Gefühl, dass der Grünstern hier irgendwo ist, ne? Und damit ihr da Bescheid wisst, irgendwo hier wird er sein. Oder auch nicht. Das ist ja sehr merkwürdig. Wow. Das war's. Easy going. Dann werden wir uns wohl nur noch Grünstern 1 holen. Der nächste Part wird dann höchstwahrscheinlich der letzte werden. So. Perfekt. Oh yeah. Nice. Und zack, scheiße.
Was mache ich denn da? Oder, doch, ich glaube, ich drücke jetzt den von der intergalaktischen Bossparade hier noch rein. Den letzten Stern. Dann geht der Part halt ein Stück länger, aber so müssen wir nicht direkt hier aufhören. Dann drücke ich den jetzt hier noch rein. Falls ihr das Spiel selbst spielt, wisst ihr dann, wo er ist. Ich werde versuchen, mich zu beeilen. Dass wir halt relativ schnell vorwärts kommen. Er wird niemals da sein. Niemals. Was? Ja gut, die Cutscenes können wir glücklicherweise überspringen anscheinend. Sehr gut, dann kann ich das noch ein bisschen schneller machen. So, let's go. Und das war's. Easy. So, na komm, du dämlicher Oktokönig. Spaß dir, Alter. Viel zu einfach. Na komm, zeig, was du kannst, Brudi. Und das war's. Oh, ich muss ja warten. Stimmt, da war ja was. So, let's go. Perfekt. So, hier muss ich jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Und das war's. Da ist er, ich habe ihn schon gesehen. Gut, perfekt. Wir brauchen den Boss hier nicht besiegen. Checkpoint ist erreicht. Wir können nicht mehr failen. So, weiter, 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 weiter. Hier ist er. Easy. Und das war's. Der nächste Part, Leute, wird dann höchstwahrscheinlich der letzte werden. Oder der vorletzte. Dann könnte sein, dass der letzte Part auch ein sehr kurzer Part wird dann. Es kommt ganz drauf an, wie lange wir brauchen, ob wir Bowsers Level nochmal machen müssen. Wir werden sehen. Leute, ich werde den Part an der Stelle aber beenden. Im nächsten Part, vielleicht sogar der letzte, wir gucken mal, werden wir uns die letzten Sterne holen und ja, mal gucken, wie lange der dauert. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Liked das Video, abonniert den Kanal für mehr Mario-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!